Also jetzt beobachte ich das schon 15 Minuten. Da liegt eine Bananenschale. Mindestens 30 Leute sind im großen Bogen drumherum gegangen und kein Mensch kommt auf die Idee, sie aufzuheben. Es hat noch keiner auf einer Bananenschale ausgerutscht wäre. Da denken immer nur alle an sich, die Leute. Typisch. Aber wenn keiner so rücksichtsvoll ist, dann heb ich sie eben auf. Oh, haben Sie sich wehgetan? Oh, mein Bein. Ich glaube, ich habe mein Bein verstaucht. Mir wird übel. Bewegen Sie sich nicht. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Moment, ja? Ist was passiert? Ein Mann hat sich verletzt. Könnte ich ein Glas Wasser für ihn haben? Aber sicher. Oh. Das war sicher ein unangenehmer Sturz. Möchten Sie einen Schluck Wasser? Nee. Na gut, dann halten Sie gleich. Legen Sie zu den Ja. Ich hole Ihnen ein bisschen Eis, damit die Schwellung zurückgeht. Moment, kann ich bitte ein Eis haben? Natürlich. Dann ein Eis, bitte. Ja. Dankeschön. Für Ihr Bein hole ich eine Schiene. Bin gleich wieder zurück. Wenn Sie sich inzwischen schon mal selbst bekannt machen würden? Ja. Oh, ist was passiert? Moment. Niemand bewegt sich. Ich werde mich um Sie alle kümmern. Wer war der Erste? Kleine Erfrischung. Jetzt zieh ich. Am besten. Oh, wir haben schon ganz vergessen. Am besten, Sie geben mir jetzt mal Ihre Telefonnummern, ja? Passen Sie doch auf diese Männer auf! Kann ich Ihre Telefonnummer haben? Schauen Sie mal, was ist denn hier los? Überall fallen hier Leute um. Scheint eine Epidemie zu sein. Eben ist einer über den Zaun gefallen. Können Sie mir mal helfen, den rauszuholen? Ja, mal sehen. Helfen Sie mir mal auf, ja. Hallo, halten Sie sich an den Balken fest. Halten Sie mal meine Beine, ja, dann komme ich vielleicht ran. Ja. So. Sie haben Ihre Schuhe vergessen. Halten Sie mir hier aus. Was? Ja, Moment. Ich werfe Ihnen ein Seil zu. Halten Sie sich dran fest! So, jetzt weg! Du, komm her! Ich helfe mal zwei Leute da aus der Baugrube ziehen. Zieh mal mit! Oh Mensch, die Bananenschale! Das ist ja keine Bananenschale, nur ein Stück gelbes Papier! Na bloß gut, dass nichts passiert ist.